Hey alle YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute soll es einmal um die Cozy Speed Hüfttaschen gehen. Und zwar seht ihr schon, habe ich die beiden aktuellen Modelle hier neben mir liegen und ich hatte die letzten zwei Wochen Zeit, diese für euch zu testen. Und genau darum soll es jetzt heute gehen. Und zwar wollen wir uns einmal die Unterschiede der einzelnen Modelle angucken. Ich habe hier also einmal die Streetmatic und einmal die Camslinger. Und wir wollen uns auch anschauen, bis zu welcher Kameragröße ich bequem in diese Taschen reinbekomme. Welche Vorteile bietet mir überhaupt so eine Hüfttasche im Gegensatz zu einem Rucksack mit Schnellzugriff und wie sind die Taschen verarbeitet? Wen das alles interessiert, der bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bevor wir jetzt loslegen, Hashtag Transparenz und Hashtag Werbung. Und zwar wurden mir diese beiden Taschen kostenlos von Cozy Speed zur Verfügung gestellt. Wichtige Anmerkung an der Stelle, ich habe also nichts dafür bezahlt, aber das ändert trotzdem nichts an meiner Meinung bzw. meinem Test, den ich damit durchgeführt habe. Außerdem, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Thomas von Cozy Speed, dem Geschäftsführer. Und zwar hat er mir die Möglichkeit gegeben, eine der beiden Taschen an euch zu verlosen. Und wie ihr an die Taschen rankommt, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Außerdem nicht vergessen, Kanal abonnieren und die kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keines meiner weiteren Videos mehr. Wenn ihr zum Schluss Interesse an einer der beiden Taschen habt, habe ich euch unten einen Affiliate-Link dazu verlinkt. Da einfach mal draufklicken, dann kommt ihr direkt auf die Seite von Cozy Speed und ich bekomme so ein ganz kleines bisschen Provision davon ab. Ihr zahlt aber dadurch keinen Cent mehr. Okay, was haben wir jetzt hier? Als allererstes hier neben mir stehen habe ich die Camslinger. Und zwar arbeite ich mit dieser Hüfttasche schon seit Jahren. Ich glaube, die habe ich mindestens 3 Jahre jetzt schon im Einsatz. Nicht das Modell, sondern das vorige Modell. Und dazu habe ich auch bereits schon ein Review gemacht. Dazu verlinke ich jetzt hier oben einmal ganz kurz in der Infobox. Wen also das alte Modell interessiert und meine damalige Meinung, der kann da auch gerne mal vorbeischauen. Jetzt haben wir hier das aktuelle Modell. Und wie ihr schon seht, im Vergleich zu der Streetmatic haben wir hier eher die Outdoor-Tasche. Und genau dafür ist sie halt konzipiert. Was bringt mir aber überhaupt so eine Hüfttasche? Die Hüfttaschen sind so konzipiert, dass ich sie unter meinem Rucksack oder auch, wenn ich meine Kamera einfach nur mal mitnehmen möchte in den Outdoor-Einsatz, schnell griffbereit habe. Und zwar kann ich, sobald sie mir an der Seite hängt, einfach hier oben diese Lasche lösen und mit einem Griff zur Seite das Kamerafach öffnen und habe hier sofort meine Kamera griffbereit. Und das ermöglicht es mir einen sehr, sehr schnellen Zugriff zu meiner Kamera. Deutlich schneller, als wenn ich jedes Mal über meinen Rucksackzugriff zu der Kamera greifen würde, da ich den Rucksack nicht jedes Mal abnehmen muss, sondern wirklich, wie gesagt, die Kamera direkt griffbereit an der Hüfte habe. Und wenn ich fertig bin, nehme ich mir meine Kamera, lege sie wieder rein, brauche das Fach einmal nur von oben zu schließen. Automatisch ist hier ein Magnetverschluss, der das Ganze zuzieht. Ich ziehe den Sicherungshebel einmal wieder oben drüber und meine Kamera ist gut gesichert. Ich sage ja gerade schon, ich habe seit Jahren schon die Kamerataschen im Einsatz und was ich besonders schön finde ist, dass sie die Stabilität der Tasche deutlich gebessert haben. Die ganze Tasche ist in sich komplett stabil, sodass sie immer einen guten Halt hat. Ich nutze sie auch sehr, sehr gerne, wenn ich in Urlaub fahre. Das heißt, ich mache meine Kamera in die Cozy Speed Tasche und diese dann in den Rucksack. Dadurch habe ich sie zusätzlich geschützt, denn die Kamerataschen sind innen drin sehr, sehr gut gepolstert und geben eurer Kamera zu jeder Zeit einen perfekten Schutz. Da habe ich ja noch keine Angst, wenn mein Rucksack mal irgendwie ein bisschen gröber irgendwo hingeschmissen wird. Da weiß ich, dass meine Kamera jederzeit gut geschützt ist. Außerdem, was ich auch sehr, sehr gut finde, was sie jetzt über die letzten Generationen geändert haben, ist, dass wir an den Seiten zusätzliche Taschen haben, wo wir zum Beispiel Speicherkarten oder zusätzliche Akkus deponieren können. Das Ganze auf beiden Seiten. Und außerdem oben im Deckel auch noch eine weitere Tasche, um Kleinigkeiten zu deponieren. Die Camslinger lässt sich außerdem hier oben noch mit einem Reißverschluss zuziehen, so dass die Kamera dann auch wirklich gut geschützt ist und nicht irgendwie aus Versehen rausfallen kann. Das Ganze hier oben mit so einem schönen Kleck befestigt, einfach wieder hochgemacht und das Ganze ist gut befestigt. Am hinteren Teil der Tasche haben wir jetzt noch hier ein kleines Geldfach, wo wir zum Beispiel nur einen Schlüssel oder ein bisschen Kleingeld deponieren können. Wenn wir auf Touren sind, brauchen wir nicht extra ein Portemonnaie mit uns rumschleppen. Und dann seht ihr auch schon, haben wir hier den Gürtelclip. Und zwar lässt sich der Gürtelclip hier einmal einrasten und er ist doppelt gesichert. Das heißt, auch wenn ich hier irgendwie während der Tour gegenkommen sollte, wird sich das Ganze nicht öffnen, denn ich muss erst diesen Knopf hier runterdrücken und dann die beiden Tasten drücken, damit ich das Ganze voneinander lösen kann. Eine sehr, sehr sichere Geschichte. Ich habe die Kameratasche noch nie verloren und ich habe sie schon bei diversen Wanderungen dabei gehabt.
Der Gürtel lässt sich auch sehr, sehr weit einstellen und ist auch hier wieder mit einem Klettverschluss sehr, sehr schnell zu befestigen bzw. an die eigenen Bedürfe anzupassen. Einmal hier dran gezogen, wenn ihr es am Gürtel habt, könnt ihr durch Zug einfach enger machen oder das Ganze in die andere Richtung dann auch wieder lösen. Und für diejenigen, wo dieser Gürtel nicht reichen sollte, kann man sich noch eine Gürtelverlängerung dazu holen. Da wurde also wirklich an alles gedacht. Und sie hat noch zwei tolle Features dazu bekommen. Sie hat nämlich noch zwei Laschen bekommen, beziehungsweise vier Laschen sogar, um das Ganze an eurem Wanderrucksack zu befestigen. Gerade dann, wenn wir große, schwere Rucksäcke tragen, haben wir die Möglichkeit, über Karabiner dieses an unseren Seitenpolstern zu befestigen und haben auch da dann jederzeit unsere Kamera griffbereit. Und was ich mega cool finde, ist, sie haben hier unten ein Regencase integriert. Das heißt, ich bin so ein Schussel, ich vergesse das auch mal ganz gerne. Ich packe es mir halt nicht immer gleich wieder zurück in die Taschen, wenn ich es irgendwo zum Trocknen hingelegt habe. Hier fest verbaut, kann nichts passieren. Wenn es regnet, ganz schnell rausgeholt, einmal drüber gezogen. Und eure Kamera ist vor Wind und Wetter geschützt. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, bei der Camslinger mit dabei ist ein solcher Fingerslinger. Und zwar könnt ihr hier einfach euren Finger zwischenstecken und habt eure Kamera dann hier gut gesichert. Und da kann auch nichts passieren. Das heißt, ihr habt eure Kamera hier vorne in dem Fach drin. Und bevor ich die Kamera jetzt raushole, gehe ich mit meinem Finger einmal rein, sichere die Kamera und ziehe sie mir dann raus. Gerade dann, wenn ich in unebenem Gelände unterwegs bin, auf einer Wanderung oder an irgendeiner Wand hänge, ist es schön, wenn ich weiß, dass ich meine Kamera hier zusätzlich gesichert habe. Selbst wenn sie mir jetzt runterfällt, habe ich sie immer noch sicher an meinem Finger. So, und jetzt kommen wir auch mal zum Fassungsvermögen dieser Taschen. Und das gilt jetzt für beide gleich. Sie haben ungefähr das gleiche Fassungsvermögen. Und zwar seht ihr schon, habe ich hier meine Sony A7 III mit dem 24-70 Sigma Objektiv Blende 2.8. Das ist schon ein wirklich großes und schweres Setup. Und das ist für mich auch so das Maximal-Setup, was für mich noch Sinn macht, in die Tasche reinzupacken. Weil zum einen kriege ich sie gerade noch so rein. Das heißt, ist eigentlich wie dafür gemacht, könnte man sagen. Passt rechts und links ganz ideal rein. Und sie ist auch vom Gewicht her noch so, dass ich sage, ist gut an der Hüfte zu tragen. Das ganze Setup hier wiegt ca. 1,5 Kilo. Und ich habe es letztens getestet. Ich war damit auf einer kleinen Wanderung unterwegs, hatte die Hüfttasche dabei und habe sie ungefähr 6 Stunden mit mir rumgeschleppt und muss ganz ehrlich sagen, es war okay, war aber wirklich dann auch grenzwertig. Also nach den 6 Stunden habe ich es auf meiner Hüfte gemerkt. Leichtere Setups würde ich euch eher empfehlen, gerade wenn es auf längere Touren geht. Ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache und natürlich auch immer der eigenen Fitness ein bisschen abhängig. Für mich war, wie gesagt, das hier so das Maximal-Setup, was ich bereit bin, dann auch auf längeren Touren mitzunehmen. Eher lieber sogar leichteres Equipment. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich im Outdoor-Einsatz unterwegs bin, habe ich selten das 24-70 dabei, sondern meistens das 16 bis 35 mm Zeiss-Objektiv, was nur 1,2 Kilo zusammenwiegt. Und das ist wirklich ganz, ganz bequem. Das habe ich schon auf Tagestouren mit dabei gehabt. Überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, ich liebe es einfach, meine Kamera hier jederzeit griffbereit zu haben, ein Bild zu machen. Auch gerade, wenn ich mit meinem Sohnemann unterwegs bin und ich ihn hinten in der Kindertrage drin habe, wo man eigentlich sonst wenig Möglichkeiten hätte zu fotografieren, außer sich die Kamera umzuhängen, bietet mir diese Tasche wirklich die Flexibilität und Mobilität, um meinem Hobby und meiner Familie nachzukommen. Und hier seht ihr auch schon, das Setup passt hier viel, viel besser sogar noch rein. Ihr habt noch ein bisschen Luft und könnt hier eure Kamera schnell verstauen. Das Einzige, was bei dem Setup jetzt hier nicht mehr passt, ist, dass ihr zum Beispiel ein L-Bracket unten drunter macht. Das würde dann hier deutlich zu eng werden. Da müsstet ihr ein sehr, sehr flaches L-Bracket haben. Dann würde es vielleicht gerade so gehen. Aber das würde ich euch eher nicht empfehlen. Und bevor ich es noch vergesse, ihr könnt das Ganze natürlich auch noch intern ein bisschen unterteilen. Ihr habt also auch noch solche Fachtrenner mit drin. Wenn ihr zum Beispiel mit einer kleineren Systemkamera arbeitet, wie zum Beispiel der 6500, könnt ihr eure Kamera und noch ein zusätzliches Objektiv hier locker verstauen. Ich habe früher noch die 6000er-Reihe gehabt und hatte die dann auch immer ganz gerne einfach nur in meiner Cosi-Speed-Tasche einen Trenner zwischengemacht, ein zweites Objektiv mitgenommen und war dann eigentlich für die ganze Wanderung wunderbar ausgestattet und konnte auch unterwegs mal ganz bequem innerhalb der Tasche das Objektiv wechseln. So, aber dann haben wir jetzt hier auch noch ein zweites Modell und zwar die Streetmatic. Und bevor wir jetzt zu der Streetmatic kommen und den Unterschieden zu der Camslinger, kommen wir doch mal ganz kurz zu dem Gewinnspiel. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Als allererstes ein paar Regeln dazu. Als erstes, ihr müsst aus Deutschland kommen, weil ich nur innerhalb Deutschlands versenden werde, oder ihr müsst selbstständig die Versandkosten übernehmen.
Zweitens, ihr müsst Abonnent meines Kanales sein. Und drittens, ihr müsst mir einen Kommentar unter dem Video hinterlassen, warum ihr gerne eine der beiden Taschen hättet und schreibt bitte auch gleich dazu, welche Tasche es sein soll. Einsendeschluss für das Ganze ist Sonntag, der 19.07.2020 um 12 Uhr. Alle, die auch nur um 12.01 Uhr ihren Kommentar hinterlassen, werden bei dem Gewinnspiel dann nicht mehr berücksichtigt. Der Gewinner wird dann am 21. um 10 Uhr von mir auf meinem Kanal bekannt gegeben und hat dann 2 Tage Zeit, sich bei mir zu melden und zu bestätigen, dass er den Kommentar geschrieben hat und mir seine Adresse mitzuteilen, wo ich die Tasche hinschicken darf. Wie gesagt, bitte nur innerhalb Deutschlands oder ihr müsst halt selbstständig die Versandkosten übernehmen. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wünsche allen, die teilnehmen, viel Spaß und vor allen Dingen viel Glück dabei. Gut, kommen wir ganz kurz zu der Streetmatic. Und ihr seht schon, komplett anderes Design und komplett anderer Aufgabenbereich. Denn hier haben wir eher so die Tasche für den City-Trip, für die Street-Fotografie. Und immer dann, wenn ich einen Anlass habe, wo ich nicht unbedingt sportlich hingehe, sondern eher schick und elegant herkommt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das tut sie. Mir gefällt das Design wirklich ausgezeichnet. Dieser Lederbezug hier oben wirkt sehr, sehr hochwertig. Und das Nylon, was hier an der Seite verwendet wurde, passt optisch perfekt zu unserem Leder obendrauf. Auch hier haben wir wieder Taschen an den Seiten, die allerdings ein bisschen anders konzipiert sind. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze hochzuziehen, was mir ein tiefes Fach freigibt, allerdings kein sehr breites. Also ihr seht schon, ich bekomme noch nicht mal 2 Finger hier an der Seite rein. Reicht aber nichtsdestotrotz für Ersatzakkus oder halt auch Speicherkarten. Hier in der Tasche verbirgt sich aber noch etwas Zusätzliches und zwar haben wir hier unseren Regenschutz. Der ist diesmal nicht mit unten drin integriert, sondern befindet sich in einer der Taschen. Das heißt, von den beiden Taschen geht uns ein bisschen Stauraum für die Regenkappe verloren, wenn wir sie dabei haben wollen. Auf der anderen Seite haben wir eine weitere Tasche, die mit einem Reißverschluss gesichert ist und uns auch hier noch mit einem kleinen Fach Möglichkeiten gibt, Speicherkarten und zusätzliche Akkus zu deponieren oder vielleicht auch kleinere Filter. Meine großen Filter passen hier leider nicht rein, hier übrigens auch nicht. Dafür sind die Taschen leider etwas zu klein. Das hätte ich mir noch gewünscht, dass das noch irgendwo möglich gewesen wäre, dass ich da vielleicht meine Filter noch mit dazu packe. Ich habe es dann in der Regel so gemacht, dass ich es mir oben einfach mit auf die Kamera gelegt habe. Ich habe da so ein kleines Etui, das hat dann auch immer ganz gut funktioniert. Ansonsten auch hier wieder unser Geld bzw. unser Schlüsselfach, damit wir da auch kein zusätzliches Portemonnaie mit uns rumschleppen müssen, sondern hier wirklich die Kamera mit unseren Wertsachen gut und kompakt an unserer Hüfte haben. Das Öffnen und Schließen bei der Streetmatic ist super einfach. Einfach die Entsicherung einmal nach oben gezogen, den Entriegler nach rechts geschoben und schon haben wir Zugriff auf unsere Kamera. Und gerade im Bereich der Streetfotografie ist es das, was wir wollen. Einen schnellen Zugriff auf unsere Kamera, ohne dass wir jedes Mal dabei gesehen werden, wie wir in unserer Kamera rumfummeln. Nachdem wir das Bild gemacht haben, ist sie genauso schnell wieder in unserer Tasche verschwunden. Einmal kurz hochgeklappt, Kamera reingeschoben, zugesichert und es kann schon weitergehen. Und auch hier ist natürlich wieder unser beliebter Cam-Slinger einmal mit dabei, damit wir unsere Kamera an unserem Finger befestigen können. Und ansonsten haben wir hier oben dann einfach nur unser Hauptfach. Dieses lässt sich jetzt allerdings nicht wie diese Tasche mit einem Reißverschluss sichern, da haben wir einfach nur diesen Klappmechanismus. Wobei ich auch hier sagen muss, das war bei meiner alten Tasche auch nicht möglich und ich hatte nie das Gefühl, dass meine Kamera irgendwann auch nur unsicher in der Tasche ist. Durch diesen tollen Magnetverschluss rastet es direkt ein. Ich kann hier den zusätzlichen Sicherungsknopf wieder drüber machen und meine Kamera ist perfekt gesichert. Und wenn ich sie brauche, habe ich sie innerhalb von Sekunden griffbereit. Und das ist halt, wie gesagt, der Riesenvorteil für mich. Und auch hier, gerade wenn ich in der Streetfotografie unterwegs bin, kleines Setup dabei. 50 mm oder 35 mm, perfekt für die Streetfotografie, kann ich hier ganz bequem in die Tasche reinmachen. Und ihr seht schon, ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Wenn ich das Ganze gut arrangiere, würde ich hier wahrscheinlich sogar noch das 35 mm 1,8 mit dazu reinbekommen. Habe also einen 50er und einen 35er mit dabei und bin da in der Streetfotografie auch sehr, sehr flexibel wieder unterwegs. Aber wie gesagt, auch auf Hochzeiten oder in kleineren Citytrips, ich habe meine Kamera in einem eleganten Design immer griffbereit an meiner Hüfte und es schmiegt sich quasi an meine Kleidung mit an. Und wer halt nicht so sportlich unterwegs ist in seiner Freizeit, hat mit der Streetmatic auf jeden Fall den passenden Begleiter mit diesem tollen Lederüberzug
um es dann auch seinem Outfit dementsprechend anzupassen. Okay, ihr seht also zwei unterschiedliche Taschen mit ähnlichen Funktionen, aber trotzdem auf die jeweiligen Funktionen abgestimmt. Und das macht es für mich so interessant. Der eher in der Stadt unterwegs ist, kann sich die Streetmatic holen und derjenige, der eher im Outdoor-Einsatz ist, kann sich dann die Camslinger holen und ist da jederzeit flexibel unterwegs. Der Schnellzugriff, ich habe noch kein schnelleres System gefunden und deswegen bin ich auch so überzeugt von der Firma Cozy Speed. Es macht einfach Spaß, wenn ich unterwegs bin, schnell den Zugriff zu meiner Kamera zu haben und sie trotzdem aber den ganzen Tag bequem tragen zu können. Weil das hat mich dann immer schon gestört, wenn ich sie am Hals hatte. Irgendwann stört mich einfach das Band von der Kamera. Oder wenn ich sie hinten nur in meinem Kamerarucksack hatte, musste ich jedes Mal den halben Rucksack abnehmen, um an meine Kamera ranzukommen. Kann man machen. Ich finde aber, das hier ist die viel, viel elegantere und bessere Lösung. Für mich ein absolutes Must-Have. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten und kann sie euch auch deswegen wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Wer jetzt wie gesagt Bock drauf hat, schaut mal unten in der Videobeschreibung rein. Da habt ihr dann den Link zu Cozy Speed. Ich denke mal, das waren die wichtigsten Funktionen. Ihr seht, ich bin rundum begeistert. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel für alle, die teilnehmen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Ihr kennt es ja mittlerweile schon. Für alle, die teilnehmen, sehen wir uns dann also auf jeden Fall spätestens am Dienstag, den 21. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr schon früher bei mir wieder vorbeischaut, meinen Kanal abonniert habt und euch auch meine weiteren Videos anschaut, die jetzt die nächsten Wochen hier auf meinem Kanal kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.